Hallo, willkommen bei Schmackofatz. Willkommen im Jahr 2023. Frohes Neues an dieser Stelle. Ich habe für euch heute mal die Käsesticks, die es jetzt auch anscheinend mit Käse gibt, vom Lidl. Schauen wir uns die mal an. Also beides sind eben Käsesticks, jetzt auch mit Käse, wie eben angemerkt. Auf jeden Fall habe ich einmal Chili Cheese und einmal Marsdammer. Das Ganze ist auch mit Frischkäse noch vermixt. Ich fange einfach mal an hier mit den Käsesticks mit Chili Cheese. Dazu gibt es noch beide so eine, also bei beiden Sorten so eine Preiselbeermarmelade, die jetzt beinahe hier verlaufen wäre. In so einem Plastikcontainer, sage ich mal. Aber das soll mich jetzt nicht stören. Cheers! Also ich habe jetzt zwei Stück mal davon probiert. Ich finde, die Preiselbeermarmelade ist ziemlich bitter. Und ja, halt dieser Chili-Geschmack bei diesen Chili-Käsesticks ist sehr milde, finde ich. Also im Vergleich zu diesen Chili-Cheese-Nuggets, da verbrennt man sich ja eigentlich schon ziemlich das Gesicht. So gesehen ein bisschen schade. Ich hätte es mir ein bisschen schärfer gewünscht. Ich merke es zwar hinten im Rachen, aber ist doch ein bisschen zurückhaltend, sage ich mal. Dann gehe ich mal hier zu diesen Marsdammer-Käsesticks. Hier habe ich dann mehrere. Die haben witzigerweise ja die gleiche Garzeit hinter sich, 6 Minuten glaube ich. Und die mit Marsdammer sind halt einfach geplatzt. Ich habe das halt nicht für wahrgenommen, habe beide nochmal separat im Ofen gehabt und der Marsdammer, ja, Käsestick ist wieder geplatzt. Also, naja, keine Ahnung, woran das liegt. Auf jeden Fall probiere ich den jetzt auch mal mit ein bisschen Preiselbeermarmelade. Cheers! Also der Dip ist auf jeden Fall der gleiche, auch sehr bitter. Ich weiß nicht, warum der dabei gerutscht ist. Ich finde den extrem ungeil, also kann man ruhig weglassen. Und wie gesagt, diese Käsesticks schmecken ein bisschen besser, also so auch einzeln. Wahrscheinlich, weil sie eben kein Chili Cheese drin haben. Aber hier finde ich den Käsegeschmack auf jeden Fall sehr gut und die sind gut gelungen. Hingegen bleiben die Chili Cheese Dinger lange in ihrer Panade, sag ich mal, aber haben einen sehr milden Geschmack. Also muss man sich aussuchen, welches man eher haben möchte. Allerdings zum Ausprobieren gar nicht mal so schlecht. Gebt den Chili Cheese Sticks einfach mal 6 von 10 Punkten. Ist jetzt nicht so mein Fall, ist schon ein bisschen, ja, weiß nicht, lahm gewesen. Und die hier, die mit Marsdammer, bekommen von mir immerhin, ja, 7 von 10 Punkten. Ich finde, der Dip, der dabei gereicht worden ist, der ist überflüssig, sieht aus wie eine Marmelade, aber ja, weiß nicht, schmeckt einfach nur bitter, ist ein bisschen schade, muss man auch drauf stehen. Und ich dachte eigentlich, ich stehe drauf, also irgendwie schade. Das war mein neuestes Video im neuen Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like, ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns bis bald bei Schmackofatz. Willkommen im Jahr 2023. Willkommen, nee. Willkommen in der Zukunft. Oh Gott. Ich habe eine andere Kamera. Fällt das auf? Sieht man das? Oder denkt ihr euch einfach nur, hör mal, jetzt sieht man die Pickel von dem erst recht oder so? Heute gibt es dann dafür mal Käsesticks, jetzt sogar mit Käse vom Lidl. Hier steht das wirklich drauf, also irgendwie abgefahren. Schauen wir uns die mal an. Ich gucke mal auf den Bildschirm und nicht auf die Kamera. Willkommen im Jahr 2023, willkommen in der Zukunft. Scheiße, aber. Cut, nochmal was Frohes Neues an alle da draußen. Und ich dachte, es gibt nichts Besseres, als in dieses Jahr zu starten, ja, als mit Käse paniert. Soll ich mehr erzählen? Ja, das war mein erstes neues Video im heutigen Jahr. Hä?
Ja, das war mein neuestes Video im neuen Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like, ein Abo da. Und ansonsten... Was das denn? Ich habe hier so fesche... Wie nennt man das nochmal? So Dachplatten gekriegt, so Schiefer als Teller. Ist nice, oder? Ist eigentlich nur für Sushi, aber... Ja, kann man nehmen, wie man will, wa? Nice.